Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sucht und Ordnung. Wir haben mittlerweile Episode 23 erreicht und es ist Dienstag. Das bedeutet, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit in meine Therapie, auf meine Therapiereise oder auf meine therapeutische Reise. Und die Themen heute sind wie immer kurz angeschnitten, was ich in der Einzelsitzung gemacht habe und was wir in der Therapiegruppe gemacht haben. Das bedeutet, Donnerstag war ich im Einzelgespräch und dort sind wir darauf eingegangen. Ich hatte ganz am Anfang eine Hausaufgabe von wegen, was sind eigentlich deine Ziele? Ja? Also Hauptziel ist Abstinenz. Wie erreiche ich diese Abstinenz? Da habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel ehrlich zu mir selber sein, keine Bagatellisierung betreiben, ein ehrliches Feedback von außen. Und jetzt ist es ja so, wir wollen das Ganze so ein bisschen messbar machen langsam. Das heißt, ehrliches Feedback von außen. Also da sind wir auch ein bisschen näher drauf eingegangen, was ich da eigentlich meine. Und im Grunde genommen ist es gar nicht Feedback, sondern Unterstützung. Unterstützung, wenn jemand von meinen Nächsten, also meine Verlobte oder meine Familie oder meine Freunde, mit denen ich viel zu tun habe, sehen, dass ich mich mal wieder Hals über Kopf in irgendein Projekt komplett reinstürze, 1000 Nebenbaustellen aufmache, dass man dort einfach ja so ein bisschen auf mich aufpasst. Ja. Jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, das muss er doch selber erkennen, aber genau damit habe ich ja ein Problem. Ich erkenne keine Grenzen. So. Dann haben wir aufgeschrieben, warum habe ich den Drang, immer alles zu präsentieren, so, was ich gemacht habe an Arbeit. Also ein Aufmerksamkeitsding. Das haben wir aber erstmal beiseite gestellt, denn darauf wollen wir in den nächsten Einzelgesprächen näher eingehen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ein weiterer Punkt ist Umgang mit Emotionen. Und da habe ich ja schon so langsam angefangen, die zuzulassen. Ich habe meiner Therapeutin gesagt, ich fange gerade an, die zuzulassen. Da hat sie mich staunend angeschaut. Mit so einem leichten, ja, sie machen auch immer alles im fünften Gang mäßig, ne? Ich habe das einfach mal als Lob aufgenommen. Ich glaube, als solches war es auch gemeint. Aber es ist halt echt schwierig. Ich versuche das, ne? Ich versuche das. Früher hat man alles weggedrückt und jetzt, jetzt ist die Sache, wie kann ich den Umgang mit Emotionen verbessern? Da ist es, den Ursprung zu erkennen. Warum bin ich jetzt gerade so drauf, wie ich drauf bin? Ich weiß, das ist alles gerade noch so ein bisschen schwer zu greifen. Für mich persönlich auch. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, die Situation von oben zu betrachten. Also man sagt im Vertrieb auf den Balkon gehen und das ganze Gespräch nochmal analysieren. Und genau das Gleiche kann man ja eigentlich in jeder Situation machen. Dass man versucht, die ganze Situation objektiv von oben zu betrachten, was da eigentlich passiert ist, und dann kann man damit auch ganz anders umgehen. Und das hat Zick mir am Telefon auch gesagt, als wir dort gesprochen haben, Akzeptanz, also aushalten, die Emotionen aushalten und die Emotionen auch akzeptieren. Gar nicht so einfach. Genau. Das nächste Ding war Grenzen erkennen. Und Grenzen erkennen ist für mich halt das Hauptding, ne? Stresslevel im Auge behalten, aktuelle Grenzen akzeptieren, also auch mal akzeptieren, dass man nicht 18 Stunden am Stück ackern kann, so, und äußere Einflüsse aussperren, also wenn jetzt der Stress von außen kommt, dann auch mal die Eier in der Hose zu haben, sag mal, Alter, ich bin jetzt hier gerade an meiner Belastungsgrenze, bis hier noch nicht weiter mäßig, ne? Bevor es halt wieder zu dem Kopfschmerz kommt, den ich euch letztens in der Episode vorgestellt habe, der eigentlich die ganze Zeit schreit, stopp, du bist zu weit. Ne? Oder du gehst gerade wieder über deine Belastungsgrenze.
Ja, das waren so die Präsentation der Hausaufgabe quasi. Und damit wir das Ganze messbar machen, haben wir viel über diese Grenzen erkennen gesprochen und den Stress. Jetzt sind wir erst bei, ich glaube, zwei oder drei Einzelsitzungen gewesen und die Therapeutin und ich kennen uns eigentlich auch noch gar nicht so gut. Ja, wir arbeiten zwar zueinander, aber wir müssen uns ja auch kennenlernen. Und da meinte sie, woran erkenne ich denn jetzt, ob du gestresst bist? Weil wenn du die Grenze nicht erkennst, dann muss ich das ja professionell einschätzen können, was ich übrigens, by the way, sehr, sehr cool finde, dass sie das sagt. Und dann muss ich mir erstmal Gedanken machen. Also woran erkenne ich, dass ich gestresst bin? Und eigentlich fängt es immer gleich an. Ich werde unruhig, fange an, hibbelig zu werden, mit den Fingern so ein bisschen, wie beim ersten Vortrag von der Klasse oder so, kennt man, wenn man nicht weiß, was man mit den Händen machen soll, oder so ein bisschen an den Armen reibt, eine innere Unruhe, die aufkommt, Angespanntheit, bis hin dann irgendwann zu diesem Kopfschmerz oder, ja, Kopfschmerz. Und was ich auch oft habe, ist Fingernägel knabbern. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr nervös seid oder euer Stresslevel steigt, fangt ihr vielleicht an, oder ich fange an auf jeden Fall, Fingernägel zu knabbern. Und darüber haben wir gesprochen, dass sie das auch ein bisschen mehr einschätzen kann. Und im Grunde genommen haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir alles geredet haben. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch auf jeden Fall. Diese Woche hat mich auch nicht so doll aufgewühlt. Und was wir aber besprochen haben, sind Ruhearten. Also wobei komme ich denn zur Ruhe? Und da musste ich ehrlich gesagt schon nachdenken. Also, so richtig zur Ruhe, ohne jetzt was zu machen. Ich habe als erstes an Zocken gedacht, so viel PlayStation, ne? Aber das ist keine Ruhe, das ist Ablenkung, das ist Stress. Nur weil man nicht denkt, heißt es ja nicht gleich, dass es Ruhe ist. Bin ich ein bisschen mehr in mich gegangen und habe probiert zu gucken, Mensch, was beruhigt mich denn? Oder welche Situation, was kann ich machen, um mich zu beruhigen? Sport. Klingt erstmal doof, aber Sport ist eine super Komponente, um körperlichen Stress geistigen Stress entgegenzuwirken, eine Stunde Sport, damit das alles ein bisschen ausgeglichener ist, ne? Was ich noch in Zukunft ein bisschen mehr machen werde, ist spazieren gehen. Spazieren gehen klingt so richtig als Rentnerparadies, aber vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr mal in der freien Natur seid. Fernab von Autolärm, Großstadtdschungel und da einfach mal eine Stunde durch die Natur läuft, dass das echt beruhigt, ja? Ja, immerhin kommen wir ja alle aus der Natur, also klar, das kann einen sehr, sehr beruhigen. Ich habe angefangen zu meditieren, Meditation, also auch dort auf die eigene Atmung achten, auf einfach, die innere Mitte finden ist mir zu esoterisch, aber ich meine einfach mal alle äußeren Einflüsse abstoßen. Richtig raus, nur ich im Jetzt. Ja, wem das zu esoterisch ist, ihr müsst das nicht probieren. Ich persönlich finde das ziemlich gut. Was bringt mich noch zur Ruhe? Das ist meine Hausaufgabe übrigens. Zu Freitag, dass ich da mal drüber nachdenke. Und eine Sache habe ich da auf jeden Fall noch rausgefunden, das ist so Massagen. Also ich lasse mich gerne massieren. Meine Verlobte und ich haben hier eine tolle Thai-Massage. Für alle, die jetzt ein Schmunzeln auf dem Gesicht haben, nicht so wie ihr denkt. Da kann man sich eine Stunde lang schön durchkneten lassen, ist danach wie Gummi und einfach mal so eine Stunde zur Ruhe kommen lassen und die Muskulatur bearbeiten lassen. Das ist sehr, sehr gut. Und ganz ehrlich, weiter bin ich noch nicht. Also die paar Sachen, die ich mir da aufgeschrieben habe, weiter bin ich nicht. Vielleicht könnte es Angeln sein. Da ich aber keinen Angelschein habe, wird es das nicht. aber im Prinzip denke ich schon, dass das mich beruhigen könnte, weil im Grunde genommen sitzt man ja in Anführungsstrichen, und ich weiß, Angler werden jetzt sagen, Alter, du hast eine falsche Vorstellung vom Angeln, aber im Grunde genommen sitzt man ja am Wasser, klar, man ist in der Erwartung, dass irgendwas passiert und dass ein Fisch kommt, aber
eigentlich bist du in der Natur und ist eigentlich ziemlich gechillt, kann ich mir vorstellen. Gut, wenn du jetzt Hochseeangeln gehst auf Thunfisch, ja, das ist was anderes. Ne? Das ist dann schon keine Ruhe mehr. Aber einfach so auf Friedfisch an so einem Bach, ich kann mir vorstellen, dass das sehr beruhigend ist. Ja, so viel zur Einzeltherapiestunde vom letzten Donnerstag. Ich würde euch jetzt gern mitnehmen zur Gruppensitzung, die wir gestern hatten. Und da ist es sehr, sehr interessant, denn das ist das Thema, das hier auch in der Überschrift steht, nämlich Abhängigkeit. Was ist denn das eigentlich? Ja, extrem gute Frage. Ich bin heute in die Gruppensitzung gegangen mit der Erwartung eigentlich, dass man mir das erklärt und dass so ein Vortrag kommt und dass man mir quasi erklärt, was Abhängigkeit ist. Was dann passiert ist, war ein bisschen anders. Und zwar hatten wir ein Whiteboard und die Frage der Therapeutin war folgende. Ihr seid ja als abhängig diagnostiziert. Das steht in eurer Krankenkasse, in eurem Rentenversicherungsträger. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid der Arzt, zu dem ihr gegangen seid und müsst diagnostizieren, dass hier eine Abhängigkeit vorliegt. Wie hättet ihr das denn gemacht? Also das ist eine extrem schwere Frage gewesen. Woran erkenne ich denn eine Abhängigkeit? Was habe ich demjenigen gesagt? Und dann dachte ich mir so, naja gut, die ersten Fragen, die so ein Arzt stellt, ist natürlich, konsumieren Sie regelmäßig? Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, das wäre so meine erste Frage gewesen. Konsumieren Sie regelmäßig? In der Regel, ich persönlich hätte sofort Ja gesagt, aber was ist eine Regelmäßigkeit? Einmal im Jahr ein Glas Sekt an Silvester ist ja auch eine Regelmäßigkeit. Das ist echt schwierig zu beantworten. Also ich habe dann irgendwie gesagt, naja, wöchentlich, einmal in der Woche oder konsumieren Sie wöchentlich. Dann kam mir gleich die nächste Frage, die so ein Arzt stellen könnte. Wie viel konsumieren Sie denn an Menge? Und da ist es dann so, dass man sagt, okay, das ist eine Frage, die da auf jeden Fall berechtigt ist. Was konsumieren Sie? Wie häufig konsumieren Sie? Betreiben Sie Mischkonsum? Alles so eine Fragen. Haben Sie ein Problem, wenn die Substanz nicht vorhanden ist? Und da muss man sich dann ehrlicherweise auch mal hinterfragen. Ja, krass, das kann wirklich sein. Wie ist es um die sozialen Kontakte bestellt? Sind Sie isoliert? Haben Sie sich selbst isoliert? Haben Sie noch mit Leuten zu tun? Das sind alles so Anzeichen. Ja, genug des Vorgeplänkels. Das waren so die Sachen, die ich erarbeitet habe oder mir gedacht habe, was so ein Arzt stellen könnte. Und dann haben wir so einen Fragebogen bekommen und der ist nach der sogenannten ICD-10. Das ist so ein, wie beschreibe ich das? Das ist so ein Regelwerk, wo an dem sich Ärzte entlanghangeln können oder Therapeuten, um eine Abhängigkeit zu diagnostizieren. Besteht aus verschiedenen Punkten. Da haben sich welche zusammengesetzt, sich Gedanken gemacht. Was sind denn die Hauptaspekte einer Abhängigkeit? Und ich versuche in Zukunft das Wort Sucht zu vermeiden, denn ich habe heute gelernt, beziehungsweise gestern, ihr hört das ja heute, gestern gelernt, dass Sucht ja eigentlich ein veralteter Begriff ist. Sucht impliziert immer noch eine Motivationsschwäche, eine Willensschwäche, aber das ist ja gar nicht der Fall. Eine Abhängigkeitserkrankung, da kannst du noch so motiviert sein, wenn die Risikosituation am Start ist, dann hast du keine Chance manchmal und deswegen das ist dann eher akzeptiert als Krankheit. Meiner Meinung nach ist es nur Wording. Ich versuche es trotzdem, damit ich es gleich richtig mache. Genau. Punkt 1 ist, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, das Craving. Und ich habe euch versprochen, dass ich darauf ein bisschen eingehe. Craving ist nichts anderes als das Verlangen, der Suchtdruck. Der Konsument oder der Betroffene hat den starken Wunsch beziehungsweise den inneren Zwang, die Substanzen zu konsumieren. Und da kann jetzt jeder mal für sich selber schauen, in welchen Situationen habe ich denn diesen Suchtdruck? Wo habe ich dieses Verlangen?
Beispiel, meine Beispiele, das müssen nicht eure Beispiele sein, sind folgende. Wie ich es schon ganz oft gesagt habe, Alkohol. Deswegen trinke ich jetzt auch keinen Alkohol mehr, denn mein Gehirn hat irgendwann gesagt, Alkohol ist, da gehört Kokain dazu. Das ist also, wenn ich Alkohol trinke, dann kommt sofort das Verlangen nach der Substanz, nach Kokain. Das gehört für meinen Kopf zusammen wie eine Currywurst mit Pommes zusammen. Also das ist eins, das gehört zusammen. In welchen Situationen habe ich noch dieses starke Verlangen gehabt? Oder vielleicht teilweise immer noch. Ich bin ja aktuell keinen Risikosituationen ausgesetzt. Harte Belastung auf der Arbeit. Überforderung auf der Arbeit. So eine Sachen. Also wenn ich einfach überfordert bin, trotzdem funktionieren möchte und eigentlich merke, okay, du kannst nicht mehr. Dann kommt in mir drin sehr stark das Verlangen, das mit der Substanz diese Grenze zu verschieben. Familienfeiern, Feierlichkeiten an sich habe ich mir selber irgendwie in meinem Gehirn die Vorstellung erschaffen, dass das, also Party ohne Drogen ist irgendwie keine Party so. Leider. Und in solchen Situationen kommt dann bei mir das Craving zum Vorschein, also der Suchtdruck, das Verlangen. Ja, wie gesagt, ihr könnt das gerne auch mal für euch aufschreiben, in welchen Situationen das bei euch vorkommt. Zweitens wurde in dieser ICD-10-Geschichte aufgeschrieben, der Kontrollverlust. Der Kontrollverlust ist gemeint, dass der Betroffene nur noch verminderte Kontrollfähigkeiten über Beginn, Menge und Beendigung des Suchtmittelkonsums hat. Wo habe ich das bei mir selber bemerkt? Ich habe euch von der Nacht, also gerade bei Kokainkonsum generell, dieses eine Linie-Ding, nur eine Linie und dann ist auch okay. Das gibt es ja dort nicht. Und genau das ist dann mit Kontrollverlust gemeint. Wenn ich mir fest vornehme, ich konsumiere nur eine bestimmte Menge der Substanz und ich konsumiere dann aber doch alles, was da ist, dann ist das ein Kontrollverlust. Und natürlich auch ein Kontrollverlust über die Menge. Wenn ich mir vornehme, ich konsumiere nur am Wochenende und dann konsumiere ich aber auch unter der Woche. Kontrollverlust. Oder, boah, wie heißt das schön bei Alkoholikern? Kein Bier vor 4. Und um 12 ist doch schon okay. Also dann wisst ihr Bescheid, dass es so dann, da ist der Beginn gemeint. Das sind so Sachen, die dort gemeint sind. Und wo habe ich es bei mir gemerkt? Gerade bei der Kokaingeschichte. Ich konnte mir selber dabei zugucken, wie ich keinen Bock mehr hatte zu ziehen, aber es war noch so viel da, dass ich nicht aufhören konnte. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich habe bestimmt die letzten 2 Gramm gedacht, Alter, was machst du denn hier? Und trotzdem weiter. Super. Genau so war das. Und ich hoffe, ich trigger jetzt hier niemanden, aber ich versuche nur zu erzählen, wie es war. Wann habe ich noch Kontrollverlust erlitten in dem Fall? Ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder kennt die Art Kontrollverlust, wenn er Hacke voll ist. Wenn du nicht mehr gerade auslaufen kannst, es gibt ja Leute, die werden aggressiv und merken das am nächsten Tag gar nicht mehr. Wenn du einen Blackout hattest, das ist ein Kontrollverlust. Absolut. Habe ich schon 1000 Mal durch. Kontrollverlust bei Gras oder bei Cannabis. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, typischer, also war gar nicht beabsichtigt, der Witz. Kontrollverlust, jetzt überlege ich selber nochmal, bei Ecstasy, der, selbst wenn du dich nicht bewegen willst, du fängst an zu zappeln, du fängst an zu tanzen. Korrigiert mich, wenn das bei euch anders ist. Drittens, nach ICD-10, die Toleranzentwicklung. Man braucht mehr Suchtmittel, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und ja, auch das ist tatsächlich so. Wenn ihr die Podcast-Folgen mit Adriano gehört habt oder wenn ihr auch seinen Podcast gehört habt, das wird
oder wenn ihr auch mal in euch reinhört, das kann eigentlich jeder Konsument bestätigen. Wenn du beim ersten Mal kiffen high warst, mit einer Mische, da war mehr Tabak drin als Gras, und nach 10 Jahren sowas nochmal rauchen würdest, dann würdest du sagen, Alter, ich will ein Kiffen, Alter, mach doch mal ein bisschen Gras da rein. Oder beim die erste Linie Kokain, kann ich mich noch genau dran erinnern, die war sehr, sehr dünn und vielleicht 1,5 Zentimeter lang. Wenn ich mich zurückerinnere, gerade wenn ich mit den Jungs unterwegs war, die Starterlinie, die war in der Regel 7 bis 8 Zentimeter und ja, vielleicht 0,5 Zentimeter dick. Also da ist schon ordentlich was rein. Ich habe immer gedacht, die erste Linie muss die beste sein. Und so ist es ja auch dann irgendwann. Also da ist der Körper baut eine Toleranz auf. Das ist eigentlich das, was man damit sagen will. Wenn du dein erstes Bier getrunken hast oder deine ersten 2 Bier und davon betrunken warst, dann wirst du nach 5 Jahren nicht wieder von 2 Bier betrunken sein, wenn du weiterhin Bier konsumierst. Ja, viertens, Entzugserscheinungen. Beim plötzlichen Absetzen der Substanzen zeigt sich, dass Entzugssymptome aufkommen, wie Zittern, Schwitzen, Kreislaufschwankungen, innere Unruhe, Übelkeit, Erbrechen und teilweise auch Halluzinationen. Das kann auftreten, muss nicht bei jedem auftreten, das kann auftreten. Bei vielen chemischen Drogen ist das eine eher psychische Geschichte, dass man denkt, man braucht das, und das Schwitzen, das kennt, glaube ich, jeder. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn man mal versucht hat, aufzuhören. Alkoholikern würde ich eigenständiges Absetzen wird eigentlich nicht empfohlen. Jetzt ist es natürlich so, jeder hat schon mal versucht aufzuhören. Jeder hat, je nachdem wie süchtig bzw. wie abhängig, seht ihr, das ist mir direkt passiert, wie abhängig man war. Man versucht es natürlich auch alleine, weil man sich ja auch was beweisen möchte. So, und dann klappt das nicht. Und es wird empfohlen, sagt einem jeder Abhängigkeitstherapeut, jeder Suchttherapeut, dass man einen Entzug nicht kalt machen sollte. Entzug mit dem Arzt gemeinsam. Ich habe direkt eingeworfen, naja, aber find doch mal einen kompetenten Arzt, dem du dich auch anvertrauen kannst. Also wenn du oder wenn ich damals zu meinem allgemeinen Mediziner gegangen wäre und dem gesagt hätte, ey, ich will einen Entzug machen, das war eine Ärztin, und hätte der gesagt, ja, ich bin drauf, was kann ich machen? Ich will ärztliche Begleitung bei meinem Entzug. Ja, die hätte doch gar nicht gewusst, was sie machen soll. Das ist eine Allgemeinmedizinerin, die wäre komplett überfordert gewesen. Und nicht, dass ich kein Vertrauen in Fachärzte habe, ja. Aber wenn man sich Ärztezimmer anguckt, die sind heillos überfordert, diese Menschen. Als ich das dann angebracht habe, sagte sie, Mensch, jede psychiatrische Klinik, wusste ich vorher nicht, jede psychiatrische Klinik hat eine Entgiftungsstelle. Und die muss dich aufnehmen. Also wenn du jetzt das hier hörst und dir die ganze Zeit denkst, fuck, ich will ja aufhören, ich will einen Entzug, aber ich weiß nicht wohin. Jede psychiatrische Klinik kann dir einen Tipp geben, wo du einen Entzug machen kannst und entgiften kannst. Punkt 5 ist die Vernachlässigung anderer Lebensbereiche. Und mit anderen Lebensbereichen ist die Familie, die Freizeit oder der Job gemeint. Im Grunde genommen kann man auch sagen, man isoliert sich selbst, um mehr Zeit für die Substanz zu haben oder die Substanzen für den Konsum. Ich habe es ja schon mal hier angesprochen und ich habe es auch in der Therapie angesprochen und mittlerweile kann ich das auch sagen, auch wenn ich mich immer noch ziemlich dafür schäme, einer der essentiellsten Lebensbereiche, haben wir alle gelernt, ist die ganz normale Körperhygiene am Morgen. Das habe ich hart vernachlässigt. Mal so eine Woche keine Zähne putzen, nicht waschen, ist ja egal, du bist ja eh drauf, schwitzt ja eh gleich wieder wie Sau. Das kennen auch viele, viele Konsumenten. Oder die Familie.
wir haben heute eine Feierlichkeit. Wie sieht's aus? Wann bist du da? Ach, ich habe keinen Bock. Hm, will ich nicht. Ich sitze lieber zu Hause und konsumiere. Oder ja, oder Freizeit, Hobbys. Machst du regelmäßig Sport oder sitzt du zu Hause und konsumierst? Das ist damit gemeint. Also die Vernachlässigung von Lebensbereichen zugunsten des Konsums. Also und auch Sachen, die einem früher wichtig waren. Also mir war früher Sport total wichtig. Ist immer noch so ein bisschen Teil meines Lebens. Aber dort erstmal wieder in diesen Flow zu kommen, das ist noch ein hartes Stück Arbeit, was ich da vor mir habe. Und kommen wir dann zu Punkt 6. Punkt 6 ist das Fortsetzen des Konsums trotz negativer Folgen. Das bedeutet, ich habe körperliche und psychische bzw. soziale Konsequenzen schon erlitten oder bin mir darüber im Klaren und trotzdem konsumiere ich weiter. Bedeutet zum Beispiel Folgendes. Ein Bekannter von mir, den kennt ihr, aus der Flo, aus dem Drug Talk. Flo hat einen Lungenriss erlitten. Jetzt kann man sagen, aufgrund von Rauchen oder aufgrund von Ballern, das weiß ich nicht, bin kein Arzt, aber das ist augenscheinlich eine körperliche Konsequenz aufgrund des Konsums und ja, er hat danach ja noch weiter konsumiert, auch mit mir gemeinsam. Also das ist das, was ich meine. Jetzt will ich nicht schlecht über andere Leute reden, beziehungsweise, ja, ihr habt das ja schon gehört, in dem Drug Talk sagt er das ja. Soziale Konsequenzen. Leute wenden sich von mir ab, weil ich konsumiere. Und das ist mir bewusst. Und diese Leute mag ich vielleicht sogar. Oder liebe die sogar vielleicht. Und ich konsumiere trotzdem. In meinem Fall, ich liebe meine Verlobte. Ich habe sie trotzdem 7 Jahre lang hinters Licht geführt, weil ich ihr nicht gesagt habe, dass ich konsumiere. Naja, knapp 7 Jahre. Also ich war ja auch zwischendurch mal off, was Drogen angeht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist eigentlich ein essentieller Bestandteil des eigenen Lebens. Und man ist sich der Konsequenz im Klaren und trotzdem konsumiert man weiter. Oder hey, ihr kennt Schorestein Papier. Sick hat gesagt, und das wird jeder kennen, der ein bisschen länger auf Koks ist. Er hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat er gesagt, Alter, ich habe so viel gekokst, ich wusste, ich werde sterben, ich konnte aber nicht aufhören. Und ein Glück kam dann halt irgendwann die Cops, da hat er sich bei den Cops bedankt. Er war sich der Konsequenz im Klaren, er wusste, was passieren wird. Man merkt das ja auch, dass der Körper immer weniger Energie hat. Und trotzdem konsumiert man weiter. Und jetzt kann man natürlich nicht mehr sagen, dass das Willenskraft ist, die da fehlt. Wenn man sich darüber im Klaren ist und es trotzdem macht, das ist eine Abhängigkeit, ganz einfach. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das als Erkrankung auch etablieren und nicht einfach Süchtige oder Abhängige verurteilen und das in einer Welt voller Konsum. Also das ist ja totaler Schwachsinn. Ja, das ist das, was wir gestern in der Gruppentherapie besprochen haben. Was ist eigentlich Abhängigkeit? Und genau dieses, was ich euch jetzt erzählt habe, das sind 6 Punkte. Und wenn jetzt euer Arzt davon 3 Punkte, also 50% feststellen kann, dann diagnostiziert er euch wahrscheinlich als abhängig. Dann sind 50% gegeben und dadurch ist laut ICD-10 eine Abhängigkeit gegeben. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch das ein kleines bisschen anschaulich erklären. Hinterfragt euch selber gerne und schreibt euch das auch gerne auf, ob ihr denkt, ihr habt eine Abhängigkeit. Seid ehrlich zu euch und vielleicht ja, vielleicht denkt ihr noch ein kleines bisschen anders dann über euren Konsum nach oder über Toleranzpausen, Konsumpausen. Aber ich bin nicht eure Mutti, das müsst ihr ganz alleine entscheiden. Ich persönlich habe, vielleicht wisst ihr es ja noch, dass ich am Anfang gesagt habe, Mensch, ich will eigentlich nur einen ordentlichen Umgang lernen mit Konsum. Mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber. Ich glaube, Kokain, Speed,
und Alkohol haben in meinem Leben keinen Platz mehr. Denn das Risiko ist mir einfach zu hoch, dass das schief geht. Und ich da wieder rein. Schlitter kann man nicht sagen. Also ich wieder genauso konsumiere wie vorher. Bei ein paar anderen Substanzen sehe ich es ein bisschen anders, aber das wird sich zeigen, wie es am Ende der Therapie aussieht. Juti, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, liked, teilt und so weiter, swipe up, so wie Viertelkollektiv sagen würde. Wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut, haut der rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.